sind wir wieder. In gewohnter Weise. Hier beim Vorabendprogramm. Nein, hier sind wir wieder bei unserer FIFA-EM, E-Sport-EM. Ja, wir haben schon sehr, sehr viele Spiele gespielt. Haben sehr, sehr viele spannende Matches gesehen. Ja, jetzt sind wir bis zum Viertelfinale gekommen. Mal ganz kurz schauen. Wir haben auch ein Gewinnspiel, was die Sparkasse gemacht hat. Da konntet ihr bis 15.30 Uhr teilnehmen, sehe ich gerade. Das ist also durch, das Ding. Ja, da haut die Sparkasse nochmal zwei, drei Preise raus für die, die mitgemacht haben. Auf alle Fälle sehr, sehr coole Aktion hier von der Sparkasse an der Stelle. Ja, wie gesagt, nach dem heutigen Tag entscheidet sich dann auch, wenn ihr beim Gewinnspiel mitgemacht habt, ob ihr was gewonnen habt, ja, oder auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir gar nicht so lange schwatzen hier. Erstes Spiel heute, ihr habt es gerade schon im Hintergrund gesehen, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, denken wir es, Österreich gegen Italien. Österreich ist der Fabian Winsel, den wir hier schon ein paar Mal gesehen haben. Ebenso der Leon für Italien, der bisher sehr, sehr stark gespielt hat. Ja, ich denke, wird ein sehr, sehr interessantes Match werden. Wir sind schon sehr gespannt. Würde ich sagen, starten wir so langsam. Direkt in die erste Runde hier. So, Fabian, der hier für Österreich spielt, ist immer noch 16 Jahre alt. Man ahnt es nicht. Kommt hier aus Nordhausen, geht auf die Lessing-Schule. Und der Leon ist 18 Jahre alt. Spielt hier für Italien, kommt aus Werder. Geht auf das berufliche Gymnasium. Beide haben als Hobby natürlich Fußball. Wie sollte es anders sein? So, jetzt hören wir die Hymnen. Wie gesagt, wir spielen ganz normales Spiel. Sollte es am Ende des Spieles unentschieden stehen, werden wir klassisch weiterspielen, also eine Verlängerung. Und sollte die Verlängerung dann immer noch keine Entscheidung bringen, dann gibt es Elfmeterschießen. Ja, wir hatten am Anfang mal Golden Goal, da haben sich aber die Spieler alle dagegen entschieden, also wir haben das demokratisch abgestimmt. Genau, da wurde sich für das klassische Weiterspielen entschieden. So, hier sehen wir die Aufstellung bei Österreich. Eine 4-4-2-Aufstellung, die hier der Fabian gewählt hat. Jungs, seid aufgeregt. Oh, die sitzen ja ganz tiefenentspannt. Ah, jetzt ist gerade die Tschechei hier mit Mannschaftsbus angekommen. Und begrüßt die Türkei. Die sitzen immer noch hier, die haben den Flieger nach Hause nicht bekommen. Türkei hatte sich zwischenzeitlich mal als Kommentator hier versucht. Auch nicht so gefruchtet. Aber wir arbeiten dran. Das war ja. So, würde ich sagen, starten wir. So, da sehen wir die beiden Jungs auch. Wie gesagt, völlig tiefenentspannt hier. Gehen sie an die Sache ran. Ist irgendwie ungewohnt heute hier so als ohne Co-Moderator. Aber ich könnte ja mal gucken, ob ich den Falco irgendwo finde. Ja, Falco. Und, hi. Dann hey, springe ich mal ein. Ja, schön, dass du da bist. Eigentlich wollte Thomas ja. Da ja, kommt er auch schon. Thomas, willst du noch? Das mit dem frühen Vogel hat der Thomas nicht so verstanden. Bei uns geht es hier sehr, sehr stressig zu im Moment. Wir haben ja sehr, sehr viele Baustellen hier im Clubhaus, wo wir dran arbeiten. Gleichzeitig.
Danke, Falco. Hallo, da ist er, da ist der Thomas, Mensch. Grüß dich. Du hast auch noch nichts verpasst, sechste Spielminute, 0-0. Ja. Der Ernstdorf 2000 folgt uns jetzt, Thomas. Ja. Vielen lieben Dank. Gerne. So, hier wird es schon spannend. Ja, nicht an dich, an den Ernstdorf 2000. Achso, Entschuldigung. Folgst du uns eigentlich? Ja, ja. Ja, ich habe Abonnement schon abgeschlossen gehabt. Das läuft. Das Leon, ist schon mal gut. Der Leon spielt mit Italien. Ja. Genau, das hatte ich so vorgelesen. Der Thomas ist für die, die jetzt hier noch nicht dabei waren, ist der, der so ein bisschen Ahnung hat vom Fußball. Ich gar nicht. Ich bin mehr für die dummen Sprüche nur zuständig. Ach so, gut. Aber Fabian sehe ich auch, hat sich schon positioniert hier. 0-0. Mhm. 10. Minute. Oh, Studio 44 ist da. Viertelfinale. Ich musste gerade nochmal gucken, ob ich mich mal Viertel- und Achtelfinale verwechselt. Das müssen wir vielleicht den Zuschauern nochmal sagen. Du hast so eine Viertel- und Achtelfinale-Schwäche. Ja, das ist richtig. Für mich ist Viertel weniger wert als Achtel, warum auch immer. Aber ist ja egal. Heute geht es um den Einzug in das Halbfinale zwischen den Österreichern und den Italienern. Viertelfinale wird mir hier gerade nochmal groß hingeschrieben. Sehr gut. Auf den Teleprompter. Das ist perfekt. Aber zurück zum Spiel hier. Leon war im Angriff. Der Fabian befreit sich hier. Die Italiener, starke Partien gespielt, auch in der Vorrunde. Das sah schon immer sehr souverän aus. Das war abseits. Ja, der Fabian wird auch hier im Chat schon angefeuert. Studio 44 ist wieder da. Ja, cool. Sehr gut, das freut uns. Freut uns sehr. Und der Marian schreibt hier, push dich, Fabi. Aber nicht zu auffällig, denk dran, du wirst übertragen. Ja. Bin ich hier gespannt. Ist jetzt relativ ausgeglichene Partie. Ich weiß nicht, ob ich Torchancen schon verpasst habe in den ersten paar Minuten. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Neutralisieren sich quasi die beiden Mannschaften zwischen den Strafräumen. Schenken Italien sich hier gar nichts. Österreich, jawohl. Jetzt mal hier am 16er. Oh, aber steht dazwischen der Fabian mit seinem Abwehrspieler und blockt den Abschluss. Leon bleibt hier im Ballbesitz, macht ein paar Tänzchen, die zu einem Ballverlust führen. Jetzt mal der Konter. Nein, kein Konter. Postwendend wieder zurück an der Strafraumgrenze der Österreicher, die wieder einen Fuß dazwischen bekommen. Verteidigt er hier ganz gut, der Fabian. Aber jetzt Abseits, oder? Ja, knappes Abseits. Oh, jetzt wird auch der Leon hier angefeuert. Zieh durch, Leon. Ja, jawohl. Die Fangemeinde ist online. Freuen uns immer. Ein paar Zuschauer mit dabei sind. Wird jetzt hier immer spannender. Die Skills so, sieht man schon von den Spielern. Immer besser. Macht schon Spaß, hier zuzugucken. Aber so richtig zwingende Sachen sind hier noch nicht rausgekommen. Fabian versucht jetzt so ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Jetzt spielt sich hier mit dem Doppelpass. Oh, ist er schnell genug? Ist er tatsächlich? Setzt sich ja durch, zieht ab. Ah, da wäre das Querlegen wahrscheinlich zu dem freien Mitspieler besser gewesen. Ecke. Ah, Leon schlägt den Ball aus der Gefahrenzone. Fabian jetzt über die Mitte wieder mit Arnautović. Zweimal im Abschluss geblockt. Da ist es passiert. Da ist es passiert. Vor. 28. Minute. 1-0 für Fabian, für die Österreicher. Da, ich sehe schon, Studio 44 ist im Rennen um den Einzug ins Halbfinale. Aber wie gesagt, noch ist ja nicht aller Tage Abend. Hier ist noch alles drin, das geht auch mal ratzifatzi und so ein Spiel wird gedreht. Wie jetzt beispielsweise hier, starke Szene im Strafraum, verzögert, legt zurück, aber gut aufgepasst. Bleiben im Ballbesitz, die Italiener setzen die Österreicher jetzt hier ein bisschen unter Druck. Oh, ja, werden sie aber ausgespielt hier. Noch sicher in der Abwehr, jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, hier einen Gegenzug aufzubauen. Das großes Übergewicht der Italiener, die auch mit ihrem Pressing sich sofort die Kugel wieder zurückholen und hier zielstrebig in die Spitze spielen. Schon an der Strafraumgrenze sind. Innenpfosten, oh, Innenpfosten, Tor. Das ist Wahnsinn. Da ist der Ausgleich durch den Leon, die Italiener. Alles wieder drin. Spiel beginnt quasi von vorne.
Ach so ist das. Ja, ne? Ist ja keiner gewonnen jetzt hier. Oh, Studio 44 schreibt gerade was über deinem Phrasenschwein hier. Ja, super. Das ist voll. Irgendwer hat das geklaut und geschlachtet. Wir brauchen ein neues Phrasenschwein. Aber schönes Tor. Ja. Wie gesagt, alles wieder drin. Vielleicht für alle nochmal, die es noch nicht so richtig mitgekriegt haben. Wir hatten erst einmal so ein bisschen die Tendenz, ein Golden Goal zu spielen. So ein bisschen durchgesetzt hat sich das nicht wirklich, sonst würde es dir das ja immer noch geben. Sondern wir spielen ganz klassisch zu Ende mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Hatten auch in dem Achtelfinale schon die erste Verlängerung gesehen. Zum Elfmeterschießen ist es nicht gekommen. Aber hatte sich dann durchgesetzt gehabt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ob es der. Nee, der Tim war es, glaube ich, nicht. Irgendjemand hatte sich in der Verlängerung dann durchgesetzt gehabt. Und ja, also das, wenn es unentschieden steht, ja noch 90 Minuten nach regulärer Spielzeit. Das hätte er gut. Ja, Abschluss, der Italiener. Dann geht es auf jeden Fall eine Verlängerung ins Elfmeter. Ja, Thomas, schön, dass du das erklärt hast. Eine Minute bevor du gekommen bist, habe ich genau das gleiche auch schon erklärt. Aber ich wollte dich halt nicht unterbrechen, ja, du hast es toll gemacht. Oh, siehst du, der Zuschauer gelangweilt, kein Zuschauer mehr hier im Chat. Wahnsinn. Doppelt hält besser. Ja, jetzt wollen wir hier mal uns wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Das ist jetzt schon so ein bisschen Ballbesitz, liegt, denke ich, gut bei den Italienern, die sich ja auch so ein bisschen in der Hälfte der Österreicher festsetzen. Hier sich gut durchtanken. Oh, ah, da muss man noch die da drinnen stehen. Das ist kein Fliegenfänger, so einfach macht das Leben nicht. Jetzt mal die Chance für einen Konter. Da kommt die Seitenverlagerung. Macht hier das Spiel ganz kurz langsam, um die Mitspieler nachrücken zu lassen. Da ist ein passender Raum, der sehr unglücklich war. Nämlich zum Gegner ging. Jetzt sehen wir den Leon hier im rechten Halbfeld. Schon an der Strafraumgrenze wieder der Österreicher. Was war da? Abseits oder? Ne, Pause? War das der Pausenpfiff? Ja, das war der Pausenpfiff. Wir dachten jetzt schon hier irgendeine Aktion. Dann werden wir die Seiten wechseln und machen wie gewohnt einen Hoch auf unsere Partner und Sponsoren, die uns ja dieses grandiose Event über einen Monat mit 52 live übertragenen Spielen ermöglichen. Das ist schon eine Menge, ne? 52? Ja, ja. Ich sollte nicht so viel quatschen, du hast nochmal gesagt, ja, die Musik hier von dem Trailer. Haben wir ausgemacht. Ach so, habt ihr ausgemacht. Na, dann passt es ja. Dann kann ich ja weiter quatschen. Ja, erzähl uns was Schönes, Thomas. Ja. Wie war dein Tag so heute? Durchwachsen. Wetter war heute nicht so toll. Ne? Das zieht einen so ein bisschen runter, finde ich. Ja, es ging. Ich war ja irgendwie nur in der Bude irgendwie. Ich habe ja kaum Licht gesehen. Ach so, ja. Ich habe wieder bei euch oben in der Abstellkammer ein bisschen Ordnung gemacht. Super. Das wurde auch mal Zeit. Ja. Jetzt könnt ihr eure Jacken wieder reinhängen. Ja. So. Die Jungs sind soweit. Kriege ich Sandzeichen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, stoppen wir in die zweite Halbzeit. 1:1. Die Jungs sehen immer noch völlig tiefenentspannt aus. Ja. Ich hätte schon so nasse Finger, mir wäre der Controller schon aus der Hand gerutscht. Ja, ne, ich glaube, sie haben so weiße Handschuhe an wie bei. Jetzt geht der Leon hier durch. Im Strafraum chippt den Ball, aber in den Rücken des Angreifers. Bleibt im Ballbesitz, legt hier clever zurück. Sehr gut gemacht. Und chippt den Ball über den Torhüter. Chip und Chip. Ja, jetzt gucken wir uns gerne nochmal an. Nee, hier Jungs, also das ist echt, auch für eure Zuschauer, das ist echt ärgerlich. Das macht man nicht. Das ist die gelbe Karte vom Komitee. Ja. Bei der zweiten Game muss der Computer hier zu Ende spielen. Ich bin das in dem Fall. Also Vorsicht da. Ja, zum das Glück können sich die Spiele können sich am Nachhinein nochmal alle auf YouTube auf unserem Kanal angesehen werden. Dort haben wir alle Spiele hochgeladen, außer die von Portugal. Das stimmt. Es gab aber auch noch keine aber wegen Beschwerden. Technischen Problemen. Ja, aber es gab noch keine Beschwerden, dass wir irgendwie die Kommentatoren irgendwie ausblenden sollten. Jetzt hier der Leon schon wieder im Angriff. Macht auch tatsächlich das 3:1. Jetzt muss der Fabian was tun.
Da gab es aber eine Ansprache in der Kabine zur Halbzeit. Ja, Italiener haben das jetzt ja ganz gut gemacht. Sie haben jetzt die Chancen auch genutzt. Also war jetzt relativ eiskalt. Nach der Pause. Ja, gut geblockt grundsätzlich. Kurzes Eck. Ich würde sagen, Torwartfehler, den muss er haben. Das würde ich dann auch sagen. Ja, da hat er geschlafen. Ja, ganz klar. Damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Sind wir ja gespannt. Alles noch drin, Fabian. Kleine bisschen jetzt hier noch taktische Einstellungen. Italiener sind zufrieden mit ihrer Aufstellung. Gucken, was da. Ja, bei den Italienern läuft es auch. Ja. Sieht gerade ganz gut aus, aber es ist noch Zeit, wie gesagt. Man kann auch mal noch so ein Spiel drehen. Es kann auch sein, dass die Österreicher da einen falschen Mann auf dem Platz hatten. Ich hatte dahinter sehr gerade gelesen, ist das nicht ein Volksmusiker? Das weiß ich nicht, das kann ja nicht sein. Ich kenne ja eh die wenigsten. Ich meine, so ein paar kenne ich noch bei den Österreichern. Mhm. Italiener waren nie so wirklich richtig meine Freunde im Fußball. Aber hier jetzt im FIFA stehen sie ganz gut da. Ja. Vorrunde phänomenal gut beendet. Ich weiß gar nicht, wie war das Achtelfinale von den Italienern. 7-0 gegen Rumänien. Ja, man sehr hohe Ergebnisse erzielt. Weiß nicht, ob sich hier der Leon zu einem Favoriten auch masert für das Turnier, aber das warten wir erstmal ab hier. Wie gesagt, wir trauen Fabian an der Stelle noch einiges zu, auch mit seinen Skills. Aber das war ein bisschen zu verspielt vielleicht. So, was jetzt? Was jetzt? So, kleinen Moment, wir haben ein technisches Problem. Geht gleich weiter. Ja, das kriegen wir alles hin und glaube ich so bei der 55. Minute. Ah, wartet noch einen Augenblick. Ja, da, Augenblick, ich bleib noch mal ganz kurz hier in dem Modus und das nochmal klären, dass wir hier nicht durcheinander kommen mit den Accounts. Das ist dann nochmal so ein kleines bisschen das Problem. Wir können ja zufrieden sein, dass hier alles so bei dem Stand gewesen ist. Wenn nicht, hätten wir es vielleicht 4-0 für Österreich werten müssen. Na, das wäre problematisch geworden dann. Na. Wir können ja mal das Publikum fragen, Studio 44. Wie sollen wir das jetzt hier machen? Die Falken könnten sich auch positionieren. Mal gucken, ob was kommt hier am Chat. Wie die das ganz gerne hätten. Nutzen die Chance nochmal, genau. Nochmal ein bisschen Werbung. Warten, bis unser also so PlayStation-Administrator wieder zurück ist. Ja, das ist halt wie bei so einem richtigen Fußballspiel. Ja. Wenn da mal so ein Flitzer drüber läuft hier, ja, da ist ja auch immer kurze Pause. Das ist ganz normal. Können die Spieler nochmal durchschnaufen, ja. Noch was trinken, ja, hier Trinkpausen. Sehen wir nochmal, oh, das ist nochmal das schöne Tor mit Innenpfosten, Innenpfosten. Der Jubel dazu. Ja, da können wir vielleicht das Tor nochmal sehen, was eben weitergedrückt wurde. Ja, das ist eine gute Frage, ob die Szene vielleicht nochmal kommt. Das war ein satter Abschluss, aber hat er gut pariert? Ja. So, unser PlayStation-Administrator ist wieder da. Ja. Ja, funktioniert, alles geklärt, sehr schön. Ich würde sagen, dann starten wir wieder und machen einfach da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Im Angriff die Österreicher, jetzt schon im Strafraum. Aber zu verspielt, muss sich eher vom Ball trennen. Italiener jetzt im Umschaltspiel, wie man so schön sagt. Mit einem hohen Laufpass, der nicht ankommt. Fabian da vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, wird zu viel. Ist der Leon wieder im Gegenzug, der sich hier gut durchsetzt. Querlegt, aber oh. Das, Vorsicht, Vorsicht, da ist tatsächlich errettet. Hat jetzt die Möglichkeit, seinen Angriff aufzubauen hier mit schönem Doppelpassspiel. Oh, ja, der ist schnell. Ah, wollte da Flügelverlagerung machen. Das hat nicht ganz geklappt, aber gut gedacht. Mal gespannt. Kommt hier der Anschlusstreffer. Dann wird das hier nochmal eine richtig, richtig enge Kiste. Aber wenn man den Ball so leichtfertig vertändelt, das kann sich rächen. Hier im Strafraum, war abseits da. Ich hatte das im Gefühl. Dass du so gefühlvoll bist. Ja, Elektronik ist so ein bisschen meins. Ja, ich hörte davon. Ja, was macht da jetzt hier der Fabian? Ein Hackentrick. Bedient da seinen
Stürmer. Schlenzt jetzt hier den Ball aus gut 25 Metern. Sind das schon diese Verzweiflungsschüsse? Ja, das kann immer mal einer drinnen zappeln. Wenn man gut trifft, platziert, das ist nicht so verkehrt. Ja, da bleibt im Ballbesitz. Aber hätte vielleicht eher zur Grundlinie durchgehen können, das haben wir bisher weniger gesehen. Das wäre vielleicht noch eine Option für den Fabian. Ja. Mehr über die Außen zur Grundlinie, die Flanke in den Rücken. Immer nicht die verkehrteste Option. Steht aber jetzt hier hinten ganz gut. Aber schafft es nicht so richtig, ein Übergewicht aufzubauen. Das war eine clevere Aktion. Ja. Jetzt muss die Verlagerung kommen. Ball gespielt. Da, keine Liegewiese hier. Aufstehen, Österreicher. Abputzen. Krone richten. Weiter geht's. Versucht jetzt hier nochmal Druck auch aufzubauen. Ja. Die Tricks sind mittlerweile für den Leon ganz gut lesbar. Positioniert seine Spieler da immer ganz gut. Lässt sich da nicht verwirren. Kommt wieder über die Mitte. Ja, wir haben noch eine gute Viertelstunde zu spielen. Ja, 74. Minute befinden wir uns. Fabian versucht es jetzt hier mit dem Ball halten, mit Kurzpassspiel. Eieiei. Da Leon, kommt Leon. Die Karte. Das. Den Unfair Play Pokal. Müssen wir nochmal gucken. Ja, der geht bis jetzt an. Patrick Birsch, ne? Ja. Rote Karte. Das ist unser Holzfäller des Turniers. Jetzt hier mal der Freistoß kurz rausgeführt. Zieht ab in den Zappen rein. Da ist der Anschlusstreffer. Satter Rechtsschuss. Aus gut 13, 14 Metern. In den rechten oberen Giebel. Der war unhaltbar. Den gucken wir uns gerne nochmal an hier. Kurz abgelegt. Richtung Strafraum. Und dann, ach, es sind sogar 16, 17 Meter gewesen. Unhaltbar. Sehr schönes Tor. Vollspannschuss. Man beachte die Schusstechnik. Da schlägt's ein. Und schon ist das Spiel wieder spannend. 3:2 führt der Leon noch mit den Italienern, der für die Falken hier im Rennen ist. Aber wie gesagt, da ist noch alles drin. Da kann auch mal in den 2-3 Minuten noch Spielzeit durchaus noch der Ausgleich fallen. Aber so weit ist es nicht. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir befinden uns hier in der 78. Minute. Mit Leon im Angriff. Ja, mit Leon im Angriff. Die Österreicher stehen jetzt hier relativ kompakt. Behaupten den Ball. Spielen sich ja gut durch. Jetzt muss er ihn raus. Macht er nicht. Und da ist auch schon weg die Kugel. Das ist zu verspielt. Da muss der Mitspieler schneller bedient werden, der schon in den Raum gestartet ist. Jetzt hier ein Steilpass und da ist der Italiener durch. Was macht er? Er macht es eiskalt. Durch die Augen. Durch die Augen. 4:2 für die Italiener, für Leon. Da hat die Abwehr geschlafen. Ja. Ja, schön durchgesteckt, schön in den Raum geschickt, den Spieler. Ja, was macht der Torhüter auch da unten, wenn er da oben hinschießt? Da ist ja ärgerlich. Ah, er wollte ihn rausköpfen, glaube ich. Ja. Haben wir uns satt gesehen am Tor, danke. So, jetzt muss was kommen. Jetzt muss sich Fabian hier was einfallen lassen. Mit dem Kopf durch die Wand. Dann noch ein Foul hinterher. Erobert sich die Kugel zurück. Na, Leon steht hier gut. Finale Pass in die Spitze klappt noch nicht so richtig. Ja, ist schönes Doppelpassspiel. Ah, setzt sehr gut den Körper ein, der Leon. Um den Fabian vom Ball zu trennen. Das könnte Abseits sein. Ja, das ist Abseits. Christoph, ich würde eigentlich nochmal fragen, könntest du mir Abseits nochmal erklären? Ja, das ist gar kein Problem. Ich weiß, was kommt. Lass mich raten. Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist es Abseits. Genau, das ist ganz klar so. Ne? Das ist auch das, wo ich mich dran orientiere. Jetzt hier vielleicht nochmal die Chance. Oh, schade. Da war er fast der Anschlusstreffer.
Jetzt das höchste Eisenbahn, Verfahrbejahren. Jetzt muss er nochmal alles nach vorne schmeißen, um mehr Druck aufzubauen. Leon jetzt hier über die rechte Seite, über den rechten Flügel, passt hier gut in den freien Raum, aber mit dem langen Bein passt der Fabian auf, schafft das jetzt hier nochmal einen Gegenangriff aufzubauen, bleibt im Ballbesitz. Das muss jetzt hier schnell gehen. Ja, das macht er ganz gut. Und da ist das Foul. Wir befinden uns schon in der Nachspielzeit. Ach, was? Dahinter sehe ich. So. Auch nochmal wegen Meckerns. Eine gelbe Karte gekriegt. Oh. Ja, war schön gemacht. Aber nicht platziert genug. Oh, letzte Spielminute hier ist Schluss. Da das ist war's. Der Abpfiff. Glückwunsch an den Leon, der mit Italien in das Halbfinale einzieht. Fabian, hast ein super Turnier gespielt. Schön, dass du mitgemacht hast. Ja, sehr stark. Sehr stark. Ein bisschen schade. Es tut uns auch sehr leid für das Studio 44. Leider ausgeschieden auch. Das ist aber nicht so schlimm. Zum nächsten Turnier dann. Die Falken dürfen sich freuen, die mit Leon und Italien ins Halbfinale einziehen. Und ich würde sagen, wir präparieren uns jetzt hier ein bisschen, spielen noch mal ein bisschen Werbung und bereiten die nächste Partie vor. Die wird spielen der Jason Göse mit Schweden für die Kreisjugendfeuerwehr gegen Marvin Wolter mit Tschechien für den Kinderkirchenladen. Ich denke, das wird eine hochspannende Partie. Ja, Marvin ist ja so ein bisschen mein Favorit auch auf den Titel, aber ich traue den Jason natürlich auch vieles zu. In unserer Kreismeisterschaft im Februar hat Jason den dritten Platz belegt und der Marvin war der Vizemeister, hat den zweiten Platz belegt. Also das könnte eine enge Kiste ja werden, bin sehr gespannt. Wir melden uns gleich zurück und die Jungs stellen schon mal hier ihre Formationen ein und ihre ganzen Skill-Geschichten. Bis gleich.